Willkommen zurück zu Starfield. Ich bin euer Fribo und ja, wir sind natürlich hier in unserem Sonnensystem unterwegs. Natürlich habe ich hier Luna, also Mond der Erde, und natürlich auch die Erde gefunden. Wir haben auch die Aufgabe, wir sollen die Landmark auf der Erde London besuchen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal dahin, bevor wir zur Venus gehen. Ernsthaft jetzt mal so machen. Dann kann ich jetzt scannen. Luna ist der Scan nicht möglich. Okay. Und die Ressourcen sind nur hier. Aber der ist auch ganz schön ausgetrocknet, ne? Und dann immer bei Blei. Das war nicht die Erde da, glaube ich. Die Erde sieht, glaube ich, ein bisschen wüstig aus. Beginne Landezyklus. Jo, die ist einfach noch. Ist einfach Dubai. Dann verlassen wir mal das Schiff. So. Minus 1 Grad. Ressourcen. Okay, 400 Meter in der Richtung. Ja, ich würde gerne Aktivitätenmaske, glaube ich, ne? Die machen. Ist das London? Wo wir auf dem Nordpol gelandet sind? Die Gravitation ist schon mal gleich geblieben. Blei gefunden, sehr schön. Ein direkter Weg zu sein. Ja. Alles gut. Ist einfach nur ein riesiges Gebäude auf der Erde, oder was? Ist hier in den ganzen Spalten irgendwas? Ne. Das ist Quecksilber. Das ist wahrscheinlich einfach nur einsammeln, oder? Ja. Und dann Mark entdeckt. Hey, 20 Erfahrungspunkte. Chlor. Für Scan. Okay. Dann ist eine Höhle, okay. Was haben wir hier? London Schneekugel. Okay, hier in dem alten Gebäude. Das ist wahrscheinlich eins von diesen Bankgebäuden darstellen soll, denke ich mal, ne? Und dann noch einmal hier rein. Scheint nicht. Das war so unser Exkurs Mond, Erde. Was sind denn noch? Wasser und Chlor. Verbindung, Chlorverbindung, okay. Was sieht anders aus? Oh. Um. So, jetzt brauchen wir noch Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Was auch wieder hier als feste Form vorkommt.
Gas. Wasser gibt. Water. Aber scheinbar nicht. Weil ich ja so wie so eine Art Wüstenmusik kommt, ne? Auf der Erde. Na gut. Schade. So sehen wir aus. Jetzt habe ich irgendwie gefühlt jetzt mal einen anderen Raumanzug an, by the way. Einfach. Olivia? Mäuschen? Oh, die Sonne geht auf. 100 Meter ist da noch was? Okay. Mäuschen, was ist los? Willst du einfach nochmal stricken? Dieses Frage ist es, dass das da die Worte nicht gerade anheile. Ein bisschen Blei muss sein. Okay. Dann laufen wir eben schnell ein. Wenn das auch vielleicht. Da haben wir die Erde abgeschlossen. Die Erde. Aber kann man schon mal einen schönen Stern haben sehen. Das ist ja die Sonne, ne? Ist ja hier nicht mit dem Mond, sonst ist das die Milchstraße, ja, ne? Sollte die Milchstraße sein. Ach, da haben wir Wasser. Was ist es? Tierisch, pflanzlich oder mineralisch? Einfach nur Eis. Soll ich das abarbeiten? Ja, okay. So, was haben wir jetzt hier gefunden? Unbekanntes Merkmal. Okay. Besteht primär aus Zauber, Mangel bis zum Weg. Das Eisen-Nickel-Legion, diese Eisensparte wurde in Perlenplatte ausgestoßen. Ja, ich muss da mal was blenden. Okay. Was anderes haben wir jetzt hier nicht. Wasser, ne? Wasser ist bei der Kälte von. Ich wollte die Karte. So. Jetzt ein Merkmal, okay. Wo ist jetzt das London-Ding und so?
Okay, das war dasselbe. Sprich mit Trevor. Okay. Dasselbe, was soll uns denn Trevor erzählen? An Deck. Okay. Schauen wir mal. Was erzählt uns Trevor? Was geht's, Captain? Du bist gar nicht Trevor, auch so. Ach ja, Trevor war ja der Ding ins Blitz. Und ja. Gut. So, dann noch irgendwo eine Markierung. Kann man auch was sehen? Soll ich mich dann irgendwie hinbegeben, vielleicht? Also, mal hin. Wenn wir da was finden. Ne? Landestelle sauber. Dann mal runter. Ja, mal runter. Ja, Tatsache. Ja. Da ist auch noch was. Oh. Extrem solare Strahlung. Okay. Ja, guck, hier haben wir vielleicht schon mehrere Markierungen. Nicht jetzt. Die Karte hier. Ich mach's auch falsch. Mach's so. Dann haben wir plötzlich drei? Nee. Okay. Ich zeig's so ganz gut. Jetzt einfach drei Dinger hier. Na gut, und nur Schicht, ne? Ist wahrscheinlich so, dass wir einfach allem schutzlos ausgeliefert sind, ne? So, jetzt haben wir es nochmal entdeckt. Okay. Das haben wir auch wieder nur. Also nicht zusammenhängend. Okay. Wenn das nicht zusammenhängt. Das muss ich irgendwas in der Gegend finden noch. Ach guck mal, hier ist auch noch was. Aha. Sturmkrater. Ja, da war 200 Erfahrungspunkte für. Einfach so. Halte nicht viel länger durch. Ja, du lässt aber einfach mein Ding rein. Muss man ja mal dazu sagen, ne? Das läuft einfach immer rein, ne? Ist doch voll nervig. Okay. Was haben wir jetzt dann in der Richtung noch? 700 Meter eine Höhle oder so? So, ich muss zum anderen Krater nochmal, ne? Ach ja. Schäsche auf die Erde. Ausdauer, die weg ist. Sonst passiert ja auch nichts, ne? Wie gar nichts. So. Nein. Achso, ich dachte gerade schon. Okay, vielleicht ist einfach auch hier teilweise aber nur so ein Boden drin. Okay.
andere Klasse rumschauen. Cool. Naja, ich habe ja nur Husten bekommen. Ne. Junge, Junge, Junge. Was man alles hier für Scheiße mitnimmt. Dann wüsste ich gerne halt eben, wann konkret man das denn? Lang weg. Okay. Was ist dieses Schlammbecken? Weiß ich, mir kann Schlamm. Soll hier sein, okay. Wow. Jetzt auch weg, okay. So, wenn ich jetzt dahin gehe, Landeplatz. Okay, das ist der Landeplatz, den ich haben wollte. Zu dem Landeplatz. Wenn ich noch den letzten Meteoriten. Muss er dann da irgendwo rumliegen? Warum muss ich da jetzt hinlaufen? Das ist nämlich einfach. Ich hab's mal gemerkt. Bin ich wieder am Schlammbecken, hä? War das einfach nur eine Verarsche vom Spiel? Ich glaube, das war einfach nur eine Verarsche vom Spiel gerade. So, okay, dann machen wir uns einfach jetzt auf den Weg. Zur Venus. Also mal zu Venus. Okay, wir laufen speichern. Hallo, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Diese Gruppe von Schiffen? Baron von Hattika. Schon mal einem begegnet? Ihre Gottheit ist die große Schlange, die Ungläubige verschlingt. Okay. Was passiert wohl, wenn sie uns entdecken? Die wissen vermutlich nicht, wo unser Vagabund ist. Nein, keinerlei Signale. Und wenn sie hier ein Vanguard-Schiff gesehen hätten, wären sie auch nicht so ruhig. Nein, aber etwas anderes vielleicht. Es schwebt ein UC-Satellit beunruhigend nah an diesen Baron-Schiffen. Wenn wir nah genug herankommen, können wir die Logs herunterladen und herausfinden, wohin unser Vanguard unterwegs war. Richtig. Minimale Energie. Langsam. Wir schnappen uns die Satellitendaten und springen weg. Fahrer des Schiffs ist im weit runter, um nicht entdeckt zu werden. Stimme wie Waffen und Schilde verraten dich. Um dich so gut wie möglich zu verbergen, fahr alle Systeme runter, bis auf ein oder zwei Balken beim Antrieb. Halte dich von Gegnerschiffen so weit wie möglich fern. Gib dich im Ferne von maximal 5 Meter zur Satellitenbarke. Okay. So. Gemeinschaft, damit wir Jinan Varun folgen können. Er sprang aus dem Zollsystem ins Jenseits und berührte deine Großartigkeit. Er erfuhr die Wahrheit über die Verhüllung, die kommende ewige Umarmung.
Du belohnst die Versprochenen. Habe ich eine Heilung? Belohnungsschaden? Noch? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, dass ich das dabei habe. Dafür haben wir eigentlich noch 6 Stück, okay. Forschungsprojekt benötigt wenige Ressourcen. Oh. Das mal vorhin eingeschmissen, ne? Prellung, Platz von Stichwunden. Nee, das haben wir auch nicht. Nee, da müssen wir noch mitleben. Und verbannst die Verfluchten in die Schatten. Wie lange soll ich denn jetzt hier fliegen, bitte? Mein Husten die aufwecken, oder? So, was haben wir denn auf der 5 Ressourcen und ein Merkmal? Sieht ein bisschen wieder aus Gold der Planet, ne? Okay, Mission. So, zeigen wir das mal auf der Karte. Sternwerft, okay. Dann gucken wir uns mal die Sternwerft an. Halt die Waffen griffbereit. Man weiß nie, wer hier sonst noch plündert. Du kannst an den meisten Sternstationen Schiffen andocken und sie zu bilden. Du musst das Schiff in den Hub anwählen und. Ja. Gut, haben wir ja auch inzwischen verstanden, ne? So, jetzt habe ich auch den Mars, den Mundscan. Warum gibt es nicht so viel? Sie Eisen. Die Apollo-Landestation, Landepunkte. Okay. Cool. Upsi. Wir docken mal an. Zack. Wie angegossen. Und dann steigen wir mal aus. Das hat Spaß gemacht. Was jetzt? Tja. Ich würde mal behaupten. 2 Schritte rein und schon haben wir eine Leiche. Okay, es ist nicht Vanguard Noir. Die Spacer haben hier wohl rumgesucht und da kam jemand anders, um Hallo zu sagen. Du wirst noch öfter Spacer-Crews begegnen. Sie plündern verlassene Anlagen und erschießen alle, die ihnen in die Quere kommen. Sie sind sogar noch weniger organisiert als die Crimson Fleet.
Verzweifelte Gruppen, die plündern und töten, um zu überleben. Was ist? So, ich hätte gerne coole Sachen. Zum Beispiel irgendwas, das mich heilt. Oh. Okay. Den da. Schon mal. Den da. So. Den hatten wir da. Schlüssel anwenden, das? Achso, mein ich das. Das passt natürlich alles nicht. Automatisch Platz, was? Rückgängig machen. Problem ist einfach so, der passt. Aber der passt halt eben nicht. Der könnte hier passen. Okay, warte mal. Der hier passen. Oh. So. Okay, danke schön. Waffe, Money, Geld. Geld, Money. Munitione. Ja, was sonst? Oh. Okay. So, was haben wir jetzt bekommen? Nee, das ist mir nicht gut. Muni, Muni, Muni. Ah, wir haben das Gewehr bekommen. Smart Sniper jetzt. War nicht das, was ich haben will, oder? Ah, so eine Kiste. Oh, ein Plünder hat sich verbessert, okay. So, ein Globus. Alles hier so kriegt. Das heißt, ich kann nicht die Anfangs. Oh ne, okay, die hat ja schon durchsucht, okay. So, dann schauen wir nochmal. Was haben wir hier? Ich denke mal, haben wir Space Pirates oder? Space. Okay. Verborgen. Es ist einer von Ekliptik. Großer Fehler. Ich warte mich eh, ne? Mal am Husten. Alles okay? Ja, warum bist du so in mir? Das können Sie bitte ändern. Oh.
Kampf scheint vorbei zu sein, oder was? Ja, dabei hast du keine Waffe eigentlich. Hörst du nicht mehr? Hab ich die dann jetzt geklaut gehabt? Oh, oh! Wir haben die Mantis-Mission bekommen. Ja. Cool. Sehr, sehr nice. Weil die habe ich gesucht. Das wird lustig. Hi. Okay, ich glaube, ich nehme mal noch eine Waffe. Scheint hat sie keine Waffe. Jetzt hast du doch eine Waffe. Augen auf. Interessant. Oh. Was Episches bekommen. So. Nehmen wir mit. Nimm ich mit. Was ist das? So eine leere Flasche, ne? So, was haben wir denn hier noch so? Experte, no. Obwohl, ich hab doch Level Up, ne? Und Skillpunkte. Damit können wir. Was ist hier, Schlösser? Schlösser knacken, ne? Jawohl. Knacke 15 Schlösser. Haha. Jetzt sind es 3 Ringe, okay. Ne, der passt schon mal nicht. Der passt auch nicht. Passt auch zu keinem möglichen hier. Ist der jetzt blau geworden? Ne, der sieht auch nicht gut aus. Der auch nicht. So, wie sieht es denn mit dem aus? Ne. Der würde gehen, so. Aber den anderen sehe ich dann gerade nicht. Hm. So, mit dem. Dass ich auch gerade nicht. Wohl doch der hier könnte vielleicht. Ja, das passt. So, jetzt den hier. Ne, ne, dann. Mit den. Den hier vielleicht. So. Und dann. Den. Passt. So, und jetzt noch die hier. Der passt, glaube ich, nur um zwei, ne? Sind uns, glaube ich, einig. Nee. Ne, der passt auch nur um zwei. So, der passt da rein. Ich die Sorge. Die würden da passen. Nein, der passt da leider nicht. So, ich hätte den passt halt eben nicht.
Die kriege ich, glaube ich, auch nicht so gedreht, ne? Dass er irgendwo reinpasst. Mal so. Ist der halt eben nicht. Schade. Okay, gut. So, hier haben wir alle gelootet gehabt, ne? Oh. Nehme ich mit. So, was haben wir hier noch? Okay. Schön mal. Ist in dem Glas nix, ne? Eine Sanduhr? Okay, ich dachte gerade, es ist eine Dusche. Okay. So. Wahrscheinlich werde ich eh die Hälfte hier vergessen. Mal sehen. Sternenwerften und andere Fahrzeuge sehen? Ja. Wie sahst du eigentlich die Waffe hier? Ich brauche dir einfach mal deine Munition. Kriegst du schon irgendwie, ne? So, dann geben wir dir einfach mal. Das hier, das kannst du mitnehmen, die kannst du mitnehmen. Das. Sechsmal. Okay. So. Na komm, bin ich schon mal leichter. Kriegst hier noch ein paar Notizen von mir. Okay. Dankeschön. Ciao. Ist sehr hilfreich. Rettungsteam-Schlüssel, nett. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Ist hier auch weiter? Das Ding war, glaube ich, was wert, ne? Dich mit, dich nehmen wir mit. Okay. Booster leer. Warum? Muss voll sein. Wow. Dann kann ich schon nicht den Scheiß mitnehmen, ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann wir gucken uns hier weiter um. Würde ich sagen. Also, haut rein. Ciao, ciao.